Hier geht es nochmal um die Wheatstone'sche Brückenschaltung und hier um die Empfindlichkeit gegenüber Widerständen in der Diagonalen. Und zwar gehe ich mal der einfacheren Mathematik halber davon aus, dass wir hier alles gleiche Widerstände haben, aber da ich ja vom Ausschlag ausgehen muss, brauche ich einen Widerstand, der abweicht, und zwar eventuell etwas, nur etwas, also R, 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 R und R plus Delta R hier. So, hier haben wir die Diagonalspannung UD wieder und es geht darum, die zu berechnen. Nun, das müssen wir zunächst mal, kommen wir mit den herkömmlichen Methoden hier nicht sonderlich weit, denn wir haben hier diesen Querwiderstand, der uns stört. Wir sehen aber, dass das hier sicherlich so was Art Dreieck ist und wir könnten das hier umwandeln in einen Stern. Und wenn wir das tun, dann wissen wir, dass die Sternwiderstände jeweils R Drittel sind. Dann haben wir hier schon mal R Drittel und haben hier ebenfalls R Drittel und hier R und hier auch R und sind R plus Delta R sogar und sind den Diagonalzweig zunächst los. Das Problem ist, dass wir jetzt nicht hier die Spannung UH über der Brücke kennen, denn die hängt auch hier von dem Delta R ab. Das diskutieren wir aber mal weg, sondern wir gehen einfach davon aus, dass das gleich 0 ist. Das ist ein bisschen gewagt, aber man kann es natürlich tun. Dann haben wir hier in jedem Zweig 4 Drittel R. Zusammen macht es dann 2 Drittel R. Und wir können die vereinfachte Form hier hinschreiben mit R Drittel und 2 Drittel R. Und hier fällt U ab. Und hier ist unser gesuchtes UH, das hier entspricht 2 Drittel U. Na gut, gehen wir jetzt damit hier in die Ersatz-H-Brücke, nenne ich sie einfach mal, die da steht, mit den beiden R-Dritteln und dem U, den zwei Dritteln U, die hier abfallen. Dann bekommen wir als Diagonalspannung UD gleich 2 Drittel mal U mal R plus Delta R durch 4 Drittel R plus Delta R minus R durch 4 Drittel R. Na gut, da sehen wir jetzt noch nicht so richtig viel dran. Wenn wir ein bisschen was sehen wollen, müssen wir uns mal mit dem ersten Bruch hier beschäftigen und den ein bisschen aufspalten in Teile, wo wir wirklich reinkürzen können. Der Nenner bleibt zunächst, deswegen kann ich ihn gleich hinschreiben. Jetzt sehe ich zu, dass ich hier oben habe R plus 3 Viertel, das ist nämlich genau der Anteil, Delta R plus 1 Viertel Delta R. Es ist nichts geschehen, keine Veränderung zu dem Bruch davor, denn 3 Viertel plus 1 Viertel ergibt wieder 1. Und hier, den schreibe ich einfach nur ab. So. Das Interessante ist, ich kann das hier jetzt wegkürzen. Da. Das nämlich gerade 1 durch 4 Drittel ergibt. Das heißt also 2 Drittel U mal 1 durch 4 Drittel, dann kommt das noch dazu, minus 1 durch 4 Drittel plus 1 Viertel Delta R durch 4 Drittel R plus Delta R. So, das geht gegeneinander weg. Die 3, deswegen konnte ich das auch machen, rutscht da einfach rein. Und was wir hier jetzt bekommen, ist, dass wir hier 2 mal U mal 1 Viertel rutscht da runter auf die 4, ist ein 16 mal 1 16 mal Delta R durch R ist gleich 1 Achtel U mal Delta R durch R. Zum Vergleich,
Brücke mit sehr hoher Impedanz im Diagonalzweig. Hat ein Viertel U mal Delta R durch R. Heißt also, die Empfindlichkeit hat sich halbiert. Und im Umkehrschluss bedeutet das eben, man muss darauf achten, oder es ist notwendig, dass man den Diagonalzweig hochohmig auslegt. Oder wenn das nicht, oder eventuell Variante mit Strommessung verwenden. So. Hier ist nun die Empfindlichkeit oder sind auch die Spannungen an einer solchen Wheatstone-Brücke gezeigt, die im Diagonalzweig einen Widerstand hat. Und zwar gehen wir hier davon aus, dass alle diese Widerstände hier 100 Ohm haben, nominal zumindest, und der letzte, der R4, hier irgendwie variabel sein kann. Zudem haben wir hier im Diagonalzweig eben einen Widerstand, der mit RD bezeichnet ist und dessen Wert sich auch ändert, und zwar im Bereich von 0,01 Ohm bis 10 Megaohm. Außerdem wird hier der Strom gemessen, denn dann haben wir gleichzeitig in einer Schaltung sowohl die Brücke mit der Spannungsmessung in der Diagonalen als auch mit der Strommessung in der Diagonalen. Vorgesehen ist hier noch ein Innenwiderstand der Spannungsquelle, der aber hier nicht verwendet wird. Das wäre jetzt dem geneigten Leser also nochmal zu überlassen. So, was haben wir hier? Wir haben mit DU die Diagonalspannung, die Differenz ist zwischen dem Knoten und dem Knoten. Wir haben mit DU nach DR die Ableitung davon, was die Empfindlichkeit ist. Und wenn wir uns das schon mal, nur mal angucken, dann haben wir hier über diese Kennlinie hier den Diagonalwiderstand und den Widerstand R4, der unten rechts ist, der sich hier ändert. Wir kommen mit einem Wert von 100 Ohm genau im Nullpunkt für die Diagonalspannung raus. Das ist ja genau der Abgleichpunkt und den müssten wir eigentlich auch gleich erreicht haben. So, hier in dem Abgleichpunkt ist jetzt die Frage, wann haben wir hier die steilste Steigung? Nun, und die steilste Steigung hier ist das Maß dafür mit der größten Empfindlichkeit und das ist gegeben eigentlich für einen möglichst hochohmigen, also für möglichst weit außen liegende Kurve. Man sieht das hier an dem Ding. Die Empfindlichkeit sinkt. Man sieht auch das, wenn, hier fällt es jetzt zwar auf, wenn jetzt eine andere Kurve gewählt wird, hier zum Beispiel mit einem Diagonalwiderstand von 100 Ohm, Diagonalwiderstand zur Erinnerung von 100 Ohm ist genau der hier. Und die einzelnen anderen Widerspannungen sind hier auch nochmal gezeigt, die Spannung UB hier auch, die ist natürlich bei 1 Volt. Die Empfindlichkeit ist hier nochmal rausgegriffen, auch hier mit einem Marker versehen, an 100 Ohm, das ist ja genau der Abgleichpunkt, da interessiert es uns wahrscheinlich am meisten. Die größte Empfindlichkeit ist wieder hier für den höchsten Diagonalwiderstand in der Spannung. So ist es ja auch gedacht. Und wenn wir den Diagonalwiderstand auf 0 gehen lassen, so wie hier, gibt es eigentlich keine Empfindlichkeit mehr, sondern die Kurve hier unten bleibt flach. Beides ist nochmal rausgegriffen, hier als Funktion von RD, hier logarithmisch dargestellt. Hier sehen wir für hohe Diagonalwiderstände, also typischerweise eine Spannungsquelle mit einem sehr, sehr hohen Eingangswiderstand hier von 10 hoch 7 Ohm, also 10 Megaohm. Da ist die Empfindlichkeit hoch. Es gilt die linke Kurve hier. Wir sind genau bei einem Viertel der relativen Änderung. Das kann man nachrechnen. Und wenn wir hier in den Bereich kommen, so dass der Diagonalwiderstand nur noch 10 mal so groß ist, wie die Widerstände hier,
dann geht die Empfindlichkeit schon merklich runter und halbiert sich, wenn der Diagonalwiderstand genauso groß ist wie die Brückenwiderstände. Da übernimmt dann sinnvollerweise die Strommessung, die natürlich umso empfindlicher wird, je niederohmiger das Strommessgerät in der Diagonalen ist. Dieses sollte mit der Simulation nochmal einmal das unterstreichen, was wir eben ausgerechnet haben, und somit die ganze Geschichte abrunden.